coming to is secret. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren besser werdenden Osiris-Video. Es ist etwas länger her, dass ich so ein Lachs hier rausgehauen habe, deswegen will ich mal für die ganzen neuen Abonnenten bzw. die Leute, die das noch nicht kennen, kurz mal erklären, worum es hier geht. Und zwar zeige ich euch ein knappes und spannendes Gameplay aus einer Osiris-Runde, muss nicht unbedingt die aktuellste Map sein und es kommt auch nicht jede Woche, aber ich zeige ich euch und erzähle dann ein bisschen drumherum, was wir warum gemacht haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo die Gegner einen Fehler gemacht haben und was man auf jeden Fall besser machen kann. Ich persönlich finde, das verbessert einen. Es ist nicht unbedingt der Trick 17, mit dem man auf jeden Fall jede Runde in Osiris gewinnen wird, aber ich finde, nach und nach verbessert es das Nachdenken, das Teamplay, und das sind dann die zwei Sachen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Ansonsten würde ich dann auch starten, um euch einfach mal noch ein bisschen wieder an Osiris zu gewöhnen. Es war ja schon länger nicht mehr, und damit man dann mit dem Kopf wieder bei der Sache ist, um sich dann so einige Sachen wieder in Erinnerung zu rufen. Wir fangen an, erste Runde, und da folgen wir als erstes erstmal den Weg, den wir auch aus How to Makellos kennen. Das verlinke ich euch nochmal in der Infokarte. Und da kommen die Gegner und wir springen hier einfach mal hoch. Und ihr seht schon, ich bin hier runtergefallen und jetzt mache ich den dicken Fehler. Ich springe an derselben Stelle nochmal hoch. Der Gegner musste einfach nur warten, bis ich da hochkomme, um mich abzuknallen. Die Teammates wurden auch überrannt. Also die Mitte hat sich jetzt nicht so gelohnt. Allerdings haben wir dann beschlossen, okay, das lag einfach daran, dass ich zum Beispiel da so dumm hochgesprungen bin und meine Kollegen dann einfach da gesniped oder was weiß ich, was mit denen gemacht wurde, in die Granaten gelaufen sind. Also probieren wir das Ganze hier nochmal. Ich springe hoch, diesmal richtig, krieg den Kollegen hier und jetzt hatte ich die Entscheidung, da nach links rein ins Gebäude oder hier rüber. Ich habe die falsche Entscheidung getroffen, aber man kann es natürlich nicht wissen. Hätte ich da das Gebäude bewacht, dass der letzte Überlebende von dem Gegnerteam jetzt hier nicht rausgehen konnte, dann hätte mein Teammate den anderen hier an der Säule so oder so bekommen. Das hatte er auch ohne meine Unterstützung hinbekommen und dann hätten wir die Runde gewinnen können. Haben wir uns falsch entschieden, daran kann man einfach nichts machen. Wir legen einfach nochmal los. So, es hat zweimal nicht geklappt, dort reinzugehen. Wir gehen trotzdem ein drittes Mal ran, denn es war sehr knapp. Und jetzt kennen die Gegner aber schon, wo ich immer hochspringe und da... Ich nenne es immer die Pimmelgranate, weil es einfach wie ein Pimmel aussieht. Und ich bin da einfach voll durchgesprungen. Ich hatte eigentlich den Sprung abbrechen müssen, aber da voll durch, keine Leben mehr, wurde dann einfach nur noch weggepflückt und meine Teammates auch wieder. Ich muss an der Stelle erstmal sagen, das war ein Double Carry, also von daher, ja, war ich so gesagt die große Hoffnung im Team. So, jetzt haben wir aber gelernt, dreimal verloren dort in der Mitte und das ist sowieso schwere Munition, also zischen wir hier mal direkt nach rechts rüber, wie gewohnt hier dann schön aus dem Headlich hier dann schießen. Der Gegner, der geht da ebenfalls in Headlich und hier seht ihr, wie schwer das ist, einen dort wegzuholen. Wenn der da sitzt, ja, wie viel Schuss ich gebraucht habe, um den zu kriegen. Also das war echt schwer. So, jetzt erwartet auf meine schwere Munition, ich komme, aber... Der Gegner hat sich natürlich schon die Schwere geholt. Das muss man immer im Kopf behalten, bei der Map Asyl zum Beispiel, dass man das noch schafft, also auf seinen Teammate warten kann, wenn der Gegner denn noch weit genug weg ist mit der Heavy. Ansonsten steht ihr da zu dritt vor der schweren Munition und kriegt dann eine Rakete ab und das ist nicht Sinn der Sache. Daher die Runde ebenfalls weggegeben. 4-0 steht's. Wir wurden richtig überfahren und wie ihr seht, der erste im Gegnerteam hat eine 8-0er. Das heißt, er wird auf jeden Fall mit der Super kommen. Er hat auf jeden Fall die Super, der zweite müsste sie eigentlich auch haben. Und daher müssen wir natürlich aufpassen und wissen, die Gegner pushen uns jetzt mit den Supers. Daher müssen wir defensiv bleiben, wir müssen die Gänge abringeln, dass sie dann nicht so leicht von allen Seiten kommen können. Und ja, wir lassen uns jetzt aber dennoch hier etwas auseinander pflücken. Der eine, ihr seht, er ist da vorne alleine und wir zu zweit hier hinten. Und er ist da hinten auch schon eingekreist. Alle sind dort drüben. Ich mit ganz viel Glück schaffe es, den hier zu kriegen. Ja, der Kollege da hinten hat da kurz mit drauf geschossen. Das war echt gute Absprache, echt gute Reaktion. Der Sniper wurde weggeholt und jetzt wissen wir natürlich, der Switchback ist noch am Leben gewesen. Er hatte die Super und da darf man nicht zusammenlaufen. Ja? Der Pfeil hätte uns beide angebunden, deswegen bin ich kurzerhand einen anderen Gang lang gegangen, damit da der Pfeil nicht allzu viel anrichten kann und wir die Runde endlich mal für uns entscheiden. So, wir haben die erste Runde.
für uns und die Motivation steigt natürlich. Das hat hier ganz gut geklappt in der Mitte, daher das Ganze noch einmal. Da oben hat es ja nicht so funktioniert, habt ihr ja bereits gesehen. Daher sollte man das auch lassen und nicht einfach stur weiter dieselbe Technik fahren. Und ja, wir probieren einfach das Ganze hier aus. Ich kümmere mich hier hinten drum, dass die Gegner uns nicht flankieren. Bin alleine, natürlich muss man dann auch vorsichtig spielen. Und man sagt mir natürlich, jo, die Gegner sind weggeholt, es ist der letzte erst da drin. Und jetzt mache ich einen kleinen Fehler. Man sollte eigentlich das Ganze ruhiger angehen lassen, ja? Es ist der letzte, er ist in diesem Raum drin, man kann ihn dann ganz gediegen und in Ruhe mit Granaten ausräuchern. Ich war aber hier voll drauf fixiert mit der Shotgun. Hat gut funktioniert, allerdings ein Spieler, der mit der Shotgun nicht so gut geübt ist, sollte diese riskante Aktion nicht machen. Denn wenn ich da an der Stelle gestorben wäre, wäre es 2 gegen 3 und natürlich viel leichter für den Gegner. Also das Ganze einfach etwas ruhiger angehen lassen. Nun probieren wir das Ganze hier mal komplett rechts. Wieder mal etwas anderes, damit die Gegner das nicht wissen, wo wir sind. Die Gegner sind natürlich auch etwas vorsichtiger geworden. Die haben gemerkt, okay, die haben doch was auf dem Kasten. Das wird doch kein 5-0 hier oder 5-1. Deswegen sind die da hinten jetzt auch etwas defensiv. Ich probiere es einfach mal mit einer Granate. Der Axiom Blitz eignet sich super dazu, denn ich kann gleich sehen, wo ist der Gegner an Schaden. Ihr habt es gesehen, dort links in dem Tunnel drin. Das heißt, ich kann hier ein bisschen hochspringen, ein bisschen gucken, ja, wo ist was, wo ist was. Da springt einer kurz hoch und ja, man bleibt dann hier eigentlich die ganze Zeit defensiv hinten in der Mitte und probiert einfach wieder mal gucken, dass der Gegner hier von der Treppe nicht kommt und dann mich flankiert. Die Gegner machen natürlich genau dasselbe, die wollen nicht, dass ich die hier flankiere und packen da ihre Granaten rein. Ganz wichtig und auch richtig von den Gegnern gut gemacht. Und jetzt muss man natürlich in solchen Situationen hier schauen, wo und was macht man. Ich habe übrigens die Nova-Bombe und ich weiß, der Gegner hat durchaus zum Beispiel den Sturmbeschwörer. Und der Sturmbeschwörer ist eine Super, die kann uns alle drei wegholen, wenn sie denn nicht von und etwas aufgehalten wird. Und eine Nova-Bombe ist da eine richtig gute Notbremse. Hier macht der Gegner natürlich einen schönen Fehler, guckt hier alleine raus, wir holen den direkt. Der zweite pusht sinnlos ebenfalls hier rein, kriegt zwar mein Teammate, aber ich bin jetzt alleine gegen den anderen und was ein Glück, es ist der Sturmbeschwörer, der dann auch noch die Super zündet. Ganz richtig von ihm gemacht, denn hätte er mich mit der Super geholt, dann wären die Gegner hier mit dem Sieg davon gekommen. Aber er hat natürlich vergessen, dass ich die Nova dabei habe. Hat in diesem Moment den Arsch gerettet. Ohne der Nova hätte ich das Ganze hier nicht geschafft. Dann hätten wir das verloren. 4-3, langsam kommt das Comeback. Und wir schauen einfach mal wieder. Wir gehen hier wieder in die Mitte und ich spray hier jetzt einfach mal rein. So ein Reinsprayen ist gar nicht mal so übel. Und zwar kann der Gegner dann die ganze Zeit nicht gucken gehen. Das ist auch ganz gut. Man sprayt einfach ohne, dass er da ist. Und falls er doch so blöd ist und rausschaut, dann trifft man ihn direkt und hat sofort den Vorteil im Gunfight. Daher, man kann ruhig auch noch ein bisschen länger an die Ecke sprayen und dann hoffen, dass der Gegner doch nochmal rausschaut. Die Runde haben wir hier mit der Golden Gun ganz gut geklärt gehabt. Ich hatte dann nicht allzu viel zu tun, deswegen habe ich das auch nicht weiter irgendwie kommentiert. Die Sphären einzusammeln, das wäre natürlich auch eine feine Sache, habe ich in diesem Fall leider nicht geschafft. Und bei der letzten Runde haben wir uns entschieden, komm, wir überraschen die Gegner hier doch mal, falls sie uns dann nicht mehr erwarten. Allerdings hat der Bubble Turd mich hier erwartet, wie auch in den ersten zwei Runden, wo wir uns da immer bekämpft haben. Ich liege hier unten, das muss natürlich angesagt werden, wo liegt man, damit man schnell wiederbeleben werden kann. Und hier seht ihr, wie genial die Alpha Loopy ist. Wie hilfreich das einfach ist, sonst hätte der Wiederbeleber Warlock hier den Jäger, der mich wiederbelebt hat, eliminieren können, da ich nicht schnell genug gespawnt wäre, das Überschild nicht bekommen hätte und. Das war auch schon das Match, war ein schönes Comeback. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ihr konntet den ein oder anderen guten und hilfreichen Tipp hier draus entnehmen. Wenn es der Fall ist, lasst auf jeden Fall Bewertung da oder Verbesserungsvorschläge. In diesem Sinne würde ich mich dann auch verabschieden. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.